weg. Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Oh, jetzt soll meine Kamera ja richtig machen. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Die Kamera ist falsch. Oh, ich habe gerade gedacht, warum habe ich so ein großes Rossmann-Paket bekommen? Liebe Seva, der Adventskalender ist angekommen. Dankeschön. Nochmal dafür. Ja, Leute, er ist spät geworden mit meinem Haul hier. Kann ich euch sagen. Ich war nämlich ewig und drei Tage jetzt unterwegs. Erstmal beim Zahnarzt. Eine Füllung neu gemacht. Er hat gesagt, komm, nee, Sie brauchen keine Spritze. Ich zeig Ihnen gleich, wenn ich eine Spritze brauche. Müssen wir das nochmal hoch machen hier. Dann sag ich ja, wenn du eine Spritze brauchst, natürlich brauche ich eine Spritze. Ja, dann machen wir die aber nur oberflächlich. Und dann blieb da Blut und Tralala. Und Ende vom Lied war, dass ich das gemerkt habe, das Bohren am Nerv. Ich so, autsch, das tut weh. Ja, und dann war ich noch beim Hausarzt. Da habe ich jetzt über eine Stunde gesessen, weil ich zerstochen bin. Über 40 Mückenstiche. Und ich reagiere schön allergisch drauf. Ja, das Leben ist schön, ne? Mhm, toll. Ich sehe aus, kannst es dir nicht vorstellen. Aber dann habe ich gedacht, und ich könnte kratzen, ne? Und du sollst nicht kratzen, sagt die beim Arzt. Und ich habe gesagt, aber sie sind ja witzig. Aber ich könnte. Ist besser wie ein Orgasmus, ich kann es euch sagen. Oh mein Gott! Ja, dann war ich noch eben kurz beim Aldi drin, DM und Lidl, wie immer. Aber diesmal auch die Reihenfolge. Nee, doch, DM, nee, DM, Aldi, Lidl. So. Okay, wir fangen jetzt also mal an. Zewa und Lokuspapier. Also auf Deutsch Klopapier. Meine Tasche. Und guckt mal. Ist der echt so groß? Rossmann. Ja, das ist auch Wahnsinn, oder? Der Hammer. Ja, muss mal gucken. Ich habe auf jeden Fall schon ein zum Auspacken auf meinem YouTube-Kanal. Hier, den will ich nämlich nehmen, dann den von Balea, von voriges Jahr und dieses Jahr, wir vergleichen mal. Ich glaube, da hat sich nämlich einiges geändert und nicht zum Positiven doch. So, 4 Flaschen Cola Zero. Und dann packen wir jetzt mal hier aus. So, hatten Sie diese Woche in Aktion? Ist schon wieder amerikanische Woche, ich habe keine Ahnung. Ich muss mal die Kamera hier anders machen. Amerikanische Woche, Pizza Bagels. Ja, sowas hatten wir auch mal auf der Arbeit. Ich habe einmal Salami mitgenommen und einmal Cheeseburger-Style. Genau. Dann habe ich mir noch eine neue Blume mitgenommen für im Schlafzimmer. Sowas Grünes einfach. So. Ich will mich jetzt ein paar wegschmeißen müssen. Eine Gurke. Dann habe ich hier zweimal Schokodrink. Und ein rotes Pesto, die hat nämlich meine Soße, nicht meine Nudelsoße. Ich liebe diese Arrabbiata-Soße. Hatten sie aber leider nicht. Varesa Pesto Rosso. Oh, kannst du auch kalt drauf machen. Dann haben wir hier noch Kong Strong, 12-mal. Die packe ich aber hier rüber. Die packe ich gleich aus. Dann war ich in der Apotheke eben noch und habe halt was für meine Mückenstiche geholt. Da habe ich dann für David hier was Leckeres geholt. Wo ist der Experte? Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Okay, ein Bock mehr, ne? Ich habe mir auf jeden Fall Marzipanrandel mitgebracht. Ich liebe das. Ja, das ist geil. Ist das Monique? Hast du es geschafft? Ey, super. Stell einfach hin. Hey, Monique hat es geschafft, die Wäsche hochzuholen. Ja, Moment. Ich habe sonst immer sowas zum Tragen gehabt. Ein Korb, der ist aber kaputt. Und jetzt kannst du nur so tragen. Und sie hat es geschafft. Jetzt ist sie weg. Ja. Nee, da ist sie. Kannst stolz drauf sein. Super. Ja, einmal Leibniz Schoko Cream. Dann Emmentaler gerieben. Lidl Prospekt. Monique Essen eine Schale. Ja, und dann habe ich wieder so allerhand Milchschnitten und Kinderpinguis mitgebracht. Ist ja immer noch warm draußen, ne? Deswegen wird das hier auch immer gerne gegessen. So, packen wir das mal aus. Oh, der Purzel ist auch da.
einmal Lachsschinken. Dann einmal so kleine Scheiben Kochschinken. Bierschinken. Lachsschinken, Bierschinken, Kochschinken. Schinkenwurst. Ganz normale, ohne Schnick und ohne Schnack. Hier ist noch eine Milchtitte, Schnitte. Dann habe ich mitgenommen Pesto alla Genovese. Da habe ich auch mal Bock drauf. Ja, da kannst du einfach da rauslöffeln, machst du einfach bei deinen Nudeln und fertig. Dann hatten sie weiße Toffifee im Angebot, aber hier diese Eigenmarke, glaube ich. Noch eine Milchschnitte. Und einmal Champignons, weil ich habe da noch Wraps und dann mache ich mir Gehacktes raus. Und dann mache ich einfach Gehacktes drauf, Champignons und Käse. Das ist so geil, Leute. Einfach anbraten in der Pfanne. Ja, hör mal, der Mensch freut sich über Kleinigkeiten. Eine Tüte Macaroni, die werde ich den Experten nämlich schon mal da hinlegen, der will Nudeln machen. Ja, die macht ja immer Nudeln. Ist euch das schon mal aufgefallen? Bitte schön. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wenn wir hier meinen Horn haben, macht er immer Nudeln. Hier eine dicke Backe. Kann ich wieder vernünftig sprechen? Ein Mischbrot. Dann einmal zarte Heringsfilets in Tomatencreme. Ein Aldi-Prospekt von vorher Woche, von dieser Woche, nee, von dieser Woche und von nächster Woche. Dann brauchte ich halt das wieder zum Nachfüllen. Aber wenn ich die nachgefüllt habe, dann hole ich immer so ein neues Toilettenhängeding. Das hat aber auch irgendwas mit Hygiene zu tun, ne? Einmal Topfschwämme. Dann habe ich einen neuen Weichspüler gefunden. Und ja, ich habe dran gerochen. Ja. 3, 2, 1, Shitstorm! Obwohl, am Beispiel an mich, also ich weiß nicht. Leute, ganz ehrlich, was ist so schlimm daran, am Beispiel zu reden? Ich stecke weder meinen Finger rein, noch irgendwelche anderen Teile von mir. Ich riech nur dran. Mit Orange und Verbene. Ich weiß auch nicht, ey, Leute. Manchmal verstehe ich euch Menschen nicht. Keine Ahnung. So, und dann habe ich mitgebracht Insektenschutzspray hier von DM. Esquito Free. Ne? Wenn wir wegfahren, habe ich sowas jetzt immer in der Tasche. Ich kann es euch sagen. Und dann noch einmal die Soforthilfe-Spray. Genau, Anti-Juckreiz. Stimmt den Juckreiz? Das ist im Moment sehr herzlich willkommen hier. 1, 2, 3, 4... Fünfmal Schäsier, ist auf jeden Fall das, was ich jetzt hier gefunden habe. Das tue ich dann wieder in die Tasche. Und dann habe ich hier Purina Gourmet, muss jetzt ein bisschen mehr holen, weil wir ja 2 Tage weg waren, wenn ihr das Video seht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tue ich wieder rein und gleich weg. Der Herr David! Hallo! Ich habe dir was Leckeres mitgebracht. Habe ich in die Kamera gesagt, du kommst nicht. Du sollst doch aufhören damit. Hallo. Hörst du jetzt auf? Das ist so eine Pistazienrolle. Guck mal, mit einer Pistaziencreme. Wenn es so schmeckt, wie es aussieht, dann kommt es ins nächste Steffi-Paket. Der Rest. Wisst ihr, was wir nicht essen, geht ihr zum Fressen. Ach so, ja, aber doch nicht das. Ja doch, wenn es schmeckt. Also du willst ja ein gehacktes haben, ne? Ich brauch gehackt. Toastbrot. Tomaten in der Dose. Ja, die kriegst du sofort. Ja, dies habe ich aufgeschrieben bekommen. Telefon. Nicole? Kleines Päuschen. So, ich bin wieder da. Ich suche mal eben den Herrn Experten. Oh, guck mal, Zigaretten. Willst du die? Ja, aber nicht zum Kochen. Die hatten kein Brot beim Lidl. Kein Brot. Die spinnen doch. Ah, guck mal, das Gehackte. Ich habe auch extra halb und halb mitgebracht, weil das mag er ja. Oh. Aber wenn du nicht alles essen willst, dann mach dir bitte nur die Hälfte. Dann mach ich weil ich will kein Gehacktes, das mal heute. Dann mach ich mir die Hälfte. Ne, heute gibt es dann die Umverpackung und beim nächsten Mal den Inhalt. Okay. Die Hälfte. Was brauchtest du noch? Tomaten. Ah, ja. Tomaten,
aus der Dose habe ich genommen gehackte Tomaten in Tomatensaft. Ja, hat sie genau richtig gemacht. Echt? Ich habe was richtig gemacht. Wie sie nach mir aufschaut, habt ihr gesehen? Da, guck mal. Sie schaut zu mir auf. Das ist toll. Ja. Und daraus machen wir jetzt eine gehackte. Ja, aber ich mache sowas heute nur bei meinen Nudeln. Ich war beim Zahnarzt, der hat mich nicht gemocht. Ja, aber da kann man ein bisschen ziehen. Ja, da gibt doch noch eine Spritze mehr, so, da geht's, ne? Ich glaube, ich spinne. Ich habe einen Experten zweimal Currywurst mitgebracht. Der isst sowas gerne mal aus der Mikrowelle. Jo, stimmt. Ich oute mich als Mikrowellen-Currywurst-Esser. Kakao. Taschentücher. Monique, essen auch mal. Hat doch gar keiner schnupfen. Und ich krieg die immer geschenkt in der Apotheke. Dann habe ich nochmal Twix und Snickers mitgebracht, weil ich glaube, der hat die schon weggegessen. Ja. Sardinen habe ich mitgebracht in der Dose. In Sonnenblumenöl. Das war das einzige Brot, was noch da war. Weil David isst nicht so gerne das Weizenmischbrot. Und deswegen habe ich ihm dann fit und vital. Also wenn du das Brot isst, wirst du fit und vital. Ja, gucken, ob es funktioniert oder ob es nur eine Wärmelüge ist. Zwei kleine Flaschen hier, Cola Zero zum Mitnehmen. Dann einmal Südtiroler Speck. Leute, das haben wir gar nicht angesagt, oder? Das Gewitter? Gewitter möglich gestern. Durstlöscher Eistee, Zitrone. Dann habe ich hier einmal diese Hustenbonbons aus der Apotheke. Susanne, guck weg, komm in deinen Adventskalender. Und zweimal Servalatwurst, damit das Kind hier nicht verhungert. Dann habe ich noch einmal Thunfisch in der Dose. Nudeln brauchst du noch, die habe ich dir auch da hingelegt. Ah. Tomaten in der Dose. Emmentaler in der Tüte. Nochmal Sardinen in der Dose. Und nochmal Thunfisch in der Dose. Dann einmal Orangensaft von Monique oder für Monique. Oder wie dem auch sei. Und ja, dann habe ich noch zweimal Kakao und ich bin, glaube ich, schon wieder 150 Euro ärmer. Nichts irgendwie Außergewöhnliches, weil ich habe noch nie mal die Pfanne gekauft, die ich kaufen wollte. Und Kongstrom. Ha? Ja, ich habe erst gedacht, die Pfanne ist ganz gut, ne, diese Gusseisern, aber die war beschichtet. Das will der Experte nicht. Für den Preis von 50 auf 20 Euro wäre es cool gewesen, aber ja gut, ist so. So, ich bin fertig. Hier sitzt schon wieder eine Schnecke. Das muss ich jetzt gleich alles wegpacken. Ich habe ja heute mal keine Pause gemacht dazwischen. Möchtest du noch was sagen? Ja, mein Gott, ich bin auch ungeschminkt oft genug. Ja, ich bin immer ungeschminkt, aber heute noch unrasiert und unfrisiert. Also wie ein Penner. Aber immerhin am Glück. Angezogen. Bin angezogen. So, hier sitzt eine Schnecke. Die wartet wieder auf Leckerchen. Nee, ich habe gar nicht alles gezeigt. Guck mal, was ich gefunden habe. Ich habe das gezeigt. Hast du auch mitgebracht. Hast du die anderen schon wieder leer aus dem Kühlschrank? Ja, haben wir genau perfekt für heute getimt und eingeteilt. Naja, dann gehen wir mal gucken, wo der Rest der Bagage hier ist. Also ich muss jetzt noch Wäsche aufhängen gleich. Die zweite Maschine. Und hier ist keiner. Hier ist wirklich keiner. Ja, also jo. Wetter, man kann mal durchatmen. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch mal so. Es regnet. Und jo, eine Maschine Wäsche hängt hier schon. Und es ist auf jeden Fall mal eine wunderschöne Luft. So, jetzt werde ich das wegpacken, alles andere hier noch machen, meine Wunden hier einschmieren, meine Mückenstiche. Es ist unglaublich, Leute. Reagiert ihr auch so? Schreibt es mal in die Kommentare. Bei Mückenstichen. Jetzt ist es unfassbar. So, ich sage jetzt aber wie der Chick goodbye. Ih, da unten ist eine Nacktschnecke. Oh, ist die groß. Oh, guck mal da. Ja, das sind übrigens Nachbarn, ne? Muss nicht schön finden. Guck mal da. Oh. Nacke die Nack-Nack. Die ist aber groß, ne? Puh.
Ja, also das muss keiner hier, ne? Das ist hier wie bei Flodders. Ja, kannst du es nicht erfinden, ne? Kannst du es nicht erfinden. Ja, Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ja. Sieht zu, ne? Tschüss. Bis dann. We'll be right back.